Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Crew 2 mit Randy und dem Freezy. So, und es geht weiter in der Performance. In der Performance-Ecke. Was haben wir denn noch nicht gefahren? Haben wir noch was, was wir gar nicht hatten? Ja, ich muss gerade mal gucken. Also, wie, was wir noch gar nicht hatten? Jetzt Street Racing-mäßig? Street Racing-mäßig habe ich nur noch ein Rennen, was ich nicht gefahren bin. Ist das dieses Harlem OST? Ja. Dann ist das andere dann schon die nächste Stufe. Dann machen wir das mal. Ein einziges Rennen noch, ja. So, wir hatten ja aber auch Offroad gestartet, ne? Offroad hatten wir auch schon gestartet, ja. Also das normale Offroad. Ja. Da könnte man die Motorräder theoretisch auch schon fahren. Ich will, dass die Mutter BMW steht. Alter Schwede. Fusi hat noch den Rückwärtsgang nicht gefunden. So, jetzt Fusi gibt alles. Oh, das ist ein scheiß Motorradruppe. Ich halte jetzt den Motor. Sag mal, baust du die Performance-Teile ein auch? Auch ein Fusi? Ja. Die wir immer kriegen. Baust du immer direkt ein? Ja. Gut. Oh, der Porsche, der ist einfach so episch. Ich liebe dieses Fahrzeug. Den würde ich auch im Real Life fahren, ey. Den 911er, den würde ich sofort nehmen, ey. Kannst du machen, wenn du deine Midlife Crisis hast. Ja, schönen Dank. Holy moly, Alter! Ihr müsst ja links euch übelst links halten beim Sprung. Oder fährt ihr Randy oben drauf? Ja, ach nee, Füße ist das. Wie komme ich hier runter? Einfach weiterfahren. Vorne geht's runter. Oh, die Kurve, Alter. Bin zu schnell genommen, wa? Ja, ein wenig. Da habe ich aber schon gut gebremst. Verpasst immer die Checkpoints, ey. Oder groß genug, kannst du sogar dagegen fahren, wenn das zählt. Ja, das stimmt. Gegenfahren zählt auch. Wenn du das nächste Mal dran vorbeifährst, haben die sich schon wieder abgestellt. Ne? So flink sind die Leute ja. Müssen Asiaten sein. Ja, da wartet in der jeden Checkpoint wartet einer, der dann schnell wieder das Ding hochstellt. Oh, weggehauen, weggehauen, nicht wieder aufstellen. Ah, guck so, hat er umgefahren. Schnell wieder aufstellen. So. Nein, das ist ja gerade auf die dumme Idee, sein Auto hier auf der Landstrecke zu parken. Boah. Ich versuche auch mal auf den Bahnschienen lang zu fahren. Ja, ja, du fährst einfach auf den Bahnschienen lang und am Ende kommt nochmal eine Dings. Ach, lol. Nochmal eine Rampe. Holy shit. Aber das ist fett, Alter. Das ist geil gemacht. Vorhin viel zu schnell und jetzt um die Kurve ging das easy. Was ist denn da los? Ne, die war das, oder? Nee. Was ich das gerade gesehen habe mit 180 durch die Kurve, ne? Ja. Dann bei mir in den Kommentaren, Alter, mit 140 durch die Kurve würde das meine Familie mit ihrem Auto machen, ey, wir haben uns schon dreimal überschlagen. Wenn man so ein Toyota Twingo hat oder so, oder ich weiß nicht, wo Twingo herkommt, dann, das kann durchaus passieren, ja. Was ist denn hier, wo ich herkomme? Bei mir gibt's wohl nur Toyota Twingo. Vor allem Toyota Twingo? Was? Ja, was weiß ich, woher kommt ein Twingo Renault? Ich dachte immer, es ist ein Renault. Ja, es ist ein Renault. Oh, Renault Twingo. Ja. Da kann schon sein, dass sich die Karre bei 140er Kurve überschlägt. Ja, das kommt immer auf die Kurve drauf an, würde ich behaupten. Ja, wo ist denn unser Friese? Jetzt. Da ist er. Boing. Friese, du musst wahrscheinlich dann doch privat mal ein bisschen fahren. Sicher.
Lager ist voll. Schaff Dinger weg, um Platz zu schaffen. Ja, danke. Was, wie? Naja, dein Lager kann ja auch voll werden, ne? Da musst du, sag ich, du kannst ja Teile auch verschrotten. Die musst du dann, also haust du halt die niedrigsten Dinger weg, ansonsten bleibt das halt so lange auf der Straße rumliegen, das ist eine Not, oder beziehungsweise wird dann später ins Lager. Die Auspuffe, ne? Du hast halt kaum Slots für Auspuffrohre. Da musst du dann halt öfters mal was verschrotten, leider Gottes. Auspuff? Ach so, du meinst die Tuning-Teile? Ja, ja, genau. Also nicht die Performance-Sachen, sondern die optischen da. Nee, Performance-Sachen. Das kann auch. Ich hatte jetzt hier einen Auspuff, ne, da muss ich jetzt halt erstmal wieder Platz für die Scheiße machen. Gut, also Street Racing sind wir erstmal in dem Sinne dafür durch. Ich habe halt den nächsten, die dann halt auf berühmt kommen, sind, habe ich jetzt schon freier, die muss man nicht machen. Drift haben wir das und das frei. So, Stahlwerk und Co. kommen dann auch erst ab Dings. Wir haben Track-Theorie. Theoretisch frei. Ich würde gerade sagen. Jedenfalls wir beide, ne? Also, na, Physik kann Physik ja auch schon teilnehmen. Der kriegt einen Wagen gestellt und wir könnten uns den kaufen. Oder Physik könnte sich mittlerweile, glaube ich, auch den kaufen, oder? Ja, wir gucken einfach mal. Geh mal in das Gelber HQ, Physik. Gelbe, ja. Achso, nee, Wenn er die Kohle hat, kann er sich das Ding kaufen. Das ist nicht das Problem. Sicher? Was? Ja, klar. Es wird ja im Endeffekt nur sinnlos angezeigt, dass wir Gott hier kaufen. Ach so, ja. Dude, okay, bei den schwarzen Freezy. Erstmal können wir uns jetzt hier. Wo muss ich denn jetzt hin überhaupt? Ins gelbe Hauptquartier. Ah, okay. Dann kriegst du sogar gratis. Ist ja nett. Es gibt einen Focus-Track, ey. Ich lach mich tot, ne? Ja, ja. Welchen kriegt man gratis? Die Viper krieg ich gratis aufgrund des Belohnungsprogramms. Die Viper kostet mich 127.000. Aus? Oder haben wir die noch freigeschaltet wegen des Belohnungsprogramms? Gute Frage. Ja, die haben wir freigeschaltet wegen des Belohnungsprogramms. Also sprich, die anderen haben die gar nicht so frei nach dem Weiter. Also für mich steht eigentlich fest, was ich nehme. Echt? Ja. Komischer Ruf, oder? Was? Gibt einen Ruf? Gibt einen Ruf, ja, vorletztes Fahrzeug. Ich habe auch meine Karre. Ach so, nee. Das ist kein Track-Car, Alter. Das ist natürlich auch nicht schlecht hier. Was, Freezy, was hast du? Nee, es gibt nur einen, das ist der. Der wird's. Ja, dann gönnen wir uns den mal für 118.000. Das ist ja nicht so viel eigentlich. Hab noch 500 über. Okay, den würde ich aber ganz gerne trotzdem nochmal ein bisschen. Skyline? Für Track? Ja, klar, Alter. Hast du das auch, den Skyline? Wie, du hast den Skyline? Ja, sicher, Skyline ist das absolute Ding, Alter. Ja, vor allen Dingen der R34 halt. Das ist ja noch der Kult. Ja, Skyliner. Der Liner sagt, ja. Da muss ich auch mal eben kurz ins Hauptquartier, du. So, und dann fahren wir noch ein schönes Track Race. Bin ich noch gar nicht gefahren hier? Nein? Nee. Okay. So, noch kurz ein bisschen aufhübschen schnell und dann. Oh lol, es gibt D-Wald. Das ist ja geil. Das ist Werkzeughersteller wie Makita oder so. FC Barcelona, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Ist alles Game, ne? Komm, das sieht gar nicht so schlecht aus. Gut. Eigentlich bei Track muss eine Carbonhaube drauf. Machst du nicht. Was? Carbon ist doch voll schäbig, ey. Carbon ist geil. Ja,
Ey, da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Da ist es auf jeden Fall die Stoßstange. Mit den Lufteinlässen anstatt den Lampen für die Turbokühlung. Genau. Gewicht sparen, kleinere Spiegel dran. Das Ding wird so richtig krank. Genau, so wollen wir das. Oh, mit Willy Bar? Ja, ja. Also normal fahren auf der normalen Straße kannst du vergessen, weil die Karre lenkt halt so gut wie gar nicht, ne? Ja, 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 verstehe. Jo! Wir werden so weit, oder wie? Warte. Obwohl ich jetzt sagen muss, das mit dem Innenraum finde ich auch sehr geil, ne? Obwohl, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei manchen sieht das halt echt schäbig aus, ne? Ja. Okay, Auto ist fertig. Performance gibt's noch nichts. Dann auf die Strecke, würde ich sagen. Jo, und im Moment alle Grazie. Oh. Halten zum Fahren. Ja, lenken tut. Boah, lenken tut er schon, aber darfst halt kein Gas geben dabei. Absolut. So, dann. Alter! Alter! Gerade. Alter! Der geht aufs Hinterrad! Ohne Scheiß! Ja. Wow. Ey, das haben sie ja geil gemacht! Huh? Was? Ja. Seid ihr ready zum anderen? Achso, ja, 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 ja. Alter, haben die das geil gemacht! Lenkung ist aber hart, ey! Ey, da will ich gar nicht wissen, wenn das Ding noch richtig auftunst, ey, was dann so ganz oben abgeht. Wie soll ich dir zum Start fahren? Das geht, langsam halt, ne? Guck dir, oh, er hat da wieder den Fokus, ey, das glaube ich nicht. Also du kannst ja hier nicht komplett mit dem Fokus durchziehen. Das geht schon. Oh, jetzt hier. Voll, voll der Trailer. Ja, oder auch nicht. Muss man schalten? Das ist eine gute Frage. Wir sind es ja selber noch nie gefahren, ne? Lauf 1, okay. Ah, perfekter Burnout, verstehe. Also irgendwie muss man schalten, ich weiß noch nur wie, ja. RB. Was? RB. Ja. Controller, Junge. Ja, RB. Du RB. Musst wirklich, du musst rechts, du musst Gas geben und auf der anderen Seite schaltest du. Wow. Unten runter schaltest du. Oben drüber dann, ja. Das müssen wir nochmal machen. Yep. Das habe ich ein bisschen verkackt. Verkackt ist gar kein Ausdruck. Alter, was? 470? Lol. Okay, also. Hier also oben auf 1 von 3. Okay. Aber wäre es nicht besser, wenn man das auf LB legt? Weil da kannst du rechts Gas geben, links schalten. Ja. Du musst ja kaum lenken oder so, ne? Ja, ja. Weg nach Burnout. Alter, Randy hat ein echt gutes Ding hingelegt. Ohne Scheiß. Was? Ah, du hast Nitro zum Schluss genommen. Ja, ja. Nee, Frisi, oder? Achso, ja, ich habe durchgeschaltet und dann, wenn ich mehr weiter gegen Nitro benutzen, dann konnte ich noch in den nächsten Gang schalten. 504, Alter.
Krass. Das war auf der deutschen Autobahn. Ach, da gibt's ja einen zweiten Lauf. Ach nee, den ersten haben wir ja verschissen. Den ersten haben wir verschissen, richtig. Wie viel Dings startet ihr? Dings? Mit wie viel Gas? Keine Ahnung, ich hab da kein Gefühl dafür. Gibst du einfach Vollgas oder was? Nee, das auch nicht. Immer so ein bisschen anditschen halt, ne? Diesmal dich, Junge. Ich fahr mal ganz nah dran, ey. Alter, Randy schießt echt krass los, ey. Für das Skyline. 20 Sekunden sollten wir unterbiegen, okay? Hab ich geschafft. Ja. Wunderbar. Da leuchtet. Boah, Alter, die Karre zum Bremsen zu kriegen, sah aus, ihr könnt. Ohne Kack, ey. Fallschirm normalerweise. Ich bin auf Platz 5. Okay. Physisch vor mir, Randy. Ja. Wow. Zwischensequenz, die eigentlich nur zeigt, hey, wir ändern mal kurzerhand die Dings. Uhrzeit. Performance. Okay, was kann das? Beschleunigt man Schein von Live-Belohnung. Aha. Oh, 44 PS. 2453 PS hat das Ding? Lol. Nicht, dass du frierst, ne? Also, einen Trackman würde ich gerne nochmal machen. Ja, kann man ja machen, wenn Tino ready ist. Ready. Machen wir das noch, dass die Folge hier vorbei. Okay. Hier fehlen einfach die Neonleuchten, weißt du? Aber es zählen quasi die Läufe unabhängig voneinander und einfach nur der schnellste. Das beste Ergebnis, ja. Ja. Finde ich gut, da konnten wir es auch mal verkacken. Lol. So. Zwischensequenz. Naja. Wir müssen die Zeit ändern. Wir müssen Dings laden. Ah, dieses Runterzählen beispielsweise ist ja jetzt komplett verwirrend. Genau, weil eigentlich geht's dann los. Richtig. Wir müssen 15 Sekunden unterbieten, Leute. Was? Yep. Alter, ihr seid doch irre, ey. Oh, alles perfekt hingekriegt, ey. Wie gibst du Gas am Anfang, Büsi? Ich warte bis das letzte Rot ist und dann glaube ich Gas. Also ich mache nicht die ganze Zeit Gas. Ja, verstehe. Hm? Okay. Da freut sich sogar eine Frau im Hintergrund. Wahnsinn. Aber Randys Energie, das gibt's ja gar nicht. Wieso ist die so? Hauptsache ein Vögel ist, ne? Aber 500, ich bin 511 gefahren jetzt. Ja. Aber, Alter, der Fokus kann ja nicht so davonfliegen. Klar, mich doch nicht. Das ist ja der alte, das ist ja nicht mehr der neue. Naja. Der neue ist ja schwer durch das scheiß Allrad-Ding. Krass. Wegrennen, das war laut. Das ist geil. Wegrennen ist nicht schlecht, ey. Aber der Start ist echt alles entscheidend, ey. Der Start ist krass. Ohne den. Ein legales Rennen abgehakt. Je besser boah, 12 laufen, Sekunden habe ich gemacht. Haben wir es mit den 12,34. Super. Ich weiß gar nicht, was mein Bestes jetzt war.
12,8 hatte ich. Boah, Alter, brems. Oh, ne Witze. Ey, ich wollte meine Belohnung einsammeln. Was ist jetzt los? Jetzt blau, grün, alles? Ja, ja, Video. So Cutscene. Arbeit zu zeigen, der Welt eine perfekte Lackierung zu präsentieren, die Kühlerhaube zu öffnen und zu sehen, was man mit eigenen Händen erschaffen hat. Und dann gleitest du hinter das Lenkrad, hörst das Monster aufheulen und lässt es von der Leine. Das muss man erleben. Ich will, dass wir legal sind. Ein Hot Rod? Wenn wir illegal es regnet. Fahren, wird es verletzt. Wo kriegt man denn das Hot Rod her? Keine Ahnung. Kann das sein, dass einfach nur eine scheiße komische Zwischensequenz war? Bremsen, ja super. Für ein Viertelmeile-Auto. Naja, wichtig. Sehr wichtig. Mm. Gut, wir sind fertig für den Part. Oh, Reifen. Gut, meine lieben Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.